So, jetzt noch ein schnelles Geschenk für einen Jugendlichen oder für meinen Mann. Und zwar machen wir jetzt eine Alpaka-Mütze. Einfach ein Rollrand-Beanie. Wie gesagt, aus schönem Material. Ich stricke das ganze Blatt rechts. Nur am Ende machen wir 1-1 Maschen, damit man das schön zusammenziehen kann, damit da oben nicht so ein Sack hängt. Ich habe mich jetzt für die Einstellung 7 entschieden nach einer kleinen Maschenprobe. Ich bin bei 3 Maschen pro Zentimeter. Bei 54 Zentimeter Kopfumfang sind das 182 Maschen. Ich hoffe, ich habe alles richtig gerechnet. Und schlage also 81, 81 an, jede Masche. Wenn ich nur mit einem Faden stricke, dann nehme ich auch den Faden aus der zweiten Antenne, die andere Farbe raus, damit ich mich nicht verheddert, und werde jetzt mal schnell den Anschlag tätigen. Eine Masche vergessen. Ja, kann auch vorkommen. Ich halte immer mit der linken Hand mit dem Daumen dagegen, damit mein Anschlag nicht zu fest wird. Und die Maschen schön sauber. So, alles angeschlagen. Jetzt kommt, ich mache schon immer den Kamm rein. Das macht auch jeder so, wie er denkt. Nur ins Gestrick. Schon mal zwei Gewichte. Einstellung 7, Reihenzähler auf 0. Und glatte 100 Reihen hoch. Wichtig sind auch die Seitengewichte. Ich habe die Länge noch nicht berechnet. 100 Reihen ist ein Minimum. Und wir schauen uns die Sache dann gleich an. Ein Viertel haben wir schon geschafft. Ich bin jetzt bei Reihe 50 und denke, 100 ist zu kurz für ein Beanie. Ein Beanie muss ja ein bisschen am Kopf hängen. Wir mögen es, die jungen Leute. Dieses Alpaka hat so circa 185 Meter auf 50 Gramm, also 360 Meter auf 100 Gramm. Es ist super weich und wärmt unwahrscheinlich. So, wir sind jetzt gleich bei Reihe 100. Finde ich etwas wenig. Ich werde bis 120 stricken und dann werden wir das Endstück machen. 120. Jetzt nehme ich meinen Einerdecker und hänge jede zweite Nadel auf die daneben. Also eine in Ruhestellung und eine strickt nachher. Ich ziehe das immer ganz nach vorne, damit mir die Maschen nicht runterfallen. Das kann aber jeder machen, wie er möchte. So, alle umgehängt. Die Einstellung geht jetzt weiter runter auf 4. Weil wir ja nur jede zweite Nadel stricken und dann wird die Masche ja größer dadurch. Und wir stricken jetzt 10 Reihen. So, jetzt habe ich 10 Reihen gestrickt. Ich mache mal noch 2. So, ich schiebe alle Nadeln nach vorne. Ich nehme mir meine Umhängenadel vom Doppelbett. Die benutze ich jetzt so lange als Stopfnadel. Ich mache mir einen sehr langen Faden. Reiße ihn schon mal ab oder schneide ihn ab und ziehe ihn durch die Nadel, sodass er jetzt hier am Ende doppelt ist. Dann habe ich ein bisschen mehr Stabilität, wenn ich nochmal den Faden durch
durchs Ende ziehe. Ich nehme mal alle Gewichte raus, den Kamm. Und fädle jetzt die Maschen auf. So, jetzt sind wir hier durch. Ich ziehe jetzt mal den Faden durch. Wir haben ihn doppelt, da kann so schnell nichts passieren. Und diese Maschen, die wir hier 1-1, die lösen sich ein bisschen auf und dann ist es gleich wieder dicht. Und hier auf dem Faden haben wir sozusagen nur die Hälfte der Maschen oder der Nadel, die wir für die gesamte Mütze gebraucht haben. Dann ist es nicht ganz so dick da oben. Das ist mit einer der schnellsten Mützen für Babymützen zu benutzen. Ja, für alles. Damenmützen, da könnte man jetzt noch was raufsticken oder irgendeinen Sticker drauf nähen. So, und jetzt nähen wir hier dieses Loch zu. Ich benutze auch gleich diese Nadel. Und je nachdem, nach Talent und Wollen und Denken, kann man jetzt die Seitennaht mit der Maschine zunähen, mit der Hand zunähen. So, ich lasse den Faden jetzt mal dran. Strick mal eine Reihe rüber, damit diese Nadeln verschwinden. Man sich nicht verletzen kann. Oberstes Gebot. Was ich mache, da ich auch keinen Rundkranzkettler besitze und auch gar nicht möchte, ich habe ja meine Strickmaschine, hängen jetzt die Maschen sozusagen eine Masche tiefer an die Maschine. Also ein so ein V zeigt zur Maschine hin, die rechte Strickseite guckt mich im Augenblick an. Dieser Linie kann man schön folgen. Und das machen wir ungefähr bis 4 cm vorm unteren Rand, weil das ist ein Rollrand, der sich nach außen rollt. Deshalb muss der von der anderen Seite zusammengehängt werden. Also diese Seite kriegt man relativ sauber hin. Schön diese ganze Reihe durch. Ich steche einfach rein. Ich zähle hier keine Maschen, nichts, aber ich ziehe auch nichts auseinander, so wie es kommt. Nehme ich es. So, mal unten lasse ich wieder die paar Zentimeter offen und jetzt entrolle ich die andere Seite. Und versuche gleichmäßig auch nur die äußere Masche unter der äußeren Masche so lang drunter zu stechen. Und hier guckt ja jetzt die rechte Seite hin zur Maschine, also zur anderen rechten Seite. Die linke haben wir außen, das ist ja nachher die Innenseite. Damit ich jetzt nicht schief rauskomme, halte ich schon mal hier die Enden zusammen und hänge mir meine unteren Nadeln schon mal auf. Wenn sie andere Wolle benutzen, ist die Wolle dicker, also hat sie nur 200 Meter oder sie hat gar 600 Meter, muss man eben eine Maschenprobe machen. Und dann das Teil neu berechnen. 3-4 cm am unteren Rand ist alles zusammengehängt. Ich hänge noch mal kurz die Gewichte rein. Ich mache eine Reihe in der
vorherigen Einstellung, also Einstellung 7, wie für die Mütze selber. Lassen fahren ein bisschen länger, den brauche ich zum Zusammenhängen da unten. Und stricke eine Reihe rüber. Und schließe das Ganze. Da die Einstellung 7 war und wäre 10, eine Abschlussreihe in 10, für mich nicht ausreichend, um die Elastizität der Naht zu gewährleisten. Deswegen mache ich das mit der Hand. Ich lege den Faden in die offenen Nadeln, schiebe sie nach hinten, sodass sie zugehen. Dann lasse ich die Schlaufe los, ziehe meinen Faden durch. Kann auch jeder machen, wie er denkt. Ich versuche das mal so und dann ziehe ich sie etwas größer, als die Maschine das getan hätte, durch. Bin leider Rechtshänder, hoffe trotzdem, dass genug zu sehen ist, außer mein Arm. Ich würde es ja gerne andersrum machen, geht nicht. Wird man mal die Kamera ein bisschen verschieben. Kann sein, dass es wieder nur mein Arm ist. So. Dazu gehört natürlich ein paar Jahre Übung, um die Griffe so schnell zu machen. So, alle wieder vor. Ich reiße den Faden ab, lege ihn weg, mache die Gewichte raus. Nehme meinen Häkelhaken, Fachausdruck Arbeitszungennadel. Und die Mütze nähert sich jetzt ihrem Ende. Schön mit der linken Hand das Gestrick nach hinten halten, damit uns keine Nadel runterrutscht. Drehe ich die Mütze um und mache die letzten Maschen von außen. Ich habe mich ein bisschen verschätzt. Das sind nur 2 cm bei mir. Also ich brauche die Fäden auf der Seite. So. Ziehe auch hier wieder durch. Hier verzichte ich auf die eine Reihe für diese paar Maschen. Also es hätten hier ein bisschen mehr sein können. Ich mache das gleich nochmal auf und mache ein paar mehr. Die Mütze an sich ist fertig. Muss noch gebügelt werden und die Fäden vernäht. Und das kleine Geschenk ist fertig. Viel Spaß!